Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche am zweiten Sonntag nach dem Osterfest begrüße ich Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hören wir auf den Wochenpsalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Der Predigtext für diesen zweiten Sonntag nach dem Osterfest steht beim Propheten Ezechiel im 34. Kapitel. Des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört, ihr Hirten des Herrn Wort: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie verstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Dabei gehen wir oft ungerade Wege, hören auf falsche Propheten und folgen schlechten Hirten. So bitten wir dich, leite du uns, begleite uns auf unseren Lebenswegen durch Jesus Christus, den wahren Hirten, dem wir uns anvertrauen wollen im Heiligen Geist. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit euch allen. Amen. Die Worte des Propheten, die wir heute zu bedenken haben, schelten die Regenten. Und wir hören sie in einer Zeit, in der sich auch bei uns deutliche Kritik an den Regierungen in Bund und Ländern und auch im internationalen Vergleich, auch anderenorts, sich vernehmen lässt. Wir hören die Worte zu einer Zeit, in der sich Bund und Länder darüber streiten, wer wie viel Kompetenzen zur Bekämpfung der Pandemie besitzen soll und wer das letzte Wort haben soll. Man darf gespannt sein, wie am Ende das Ergebnis aussehen wird und ob es am Ende einen Sieger oder nur Verlierer geben wird. Denn so oder so wirft das Prozedere die Frage auf, inwieweit die Regierenden ihrer Verantwortung gerecht geworden sind, Schaden vom Volk abzuwenden. Denn stünde das nicht im Hintergrund der Machtdebatte, hätten wir sie nicht. Irgendwer ist der Meinung, dass es hätte anders, vermutlich sogar besser laufen können, wenn nicht was, wenn es keinen Wahlkampf geben würde, wenn es keine Frage um die Nachfolge der Bundeskanzlerin gäbe, wenn die Länder einheitlich reagiert hätten, wenn der Bund sich komplett rausgehalten hätte. Ganz gleich, wie man zu diesen Fragen Stellung bezieht, die Fragen stehen im Raum. Und damit sind wir nicht sehr weit vom Thema des Predigttextes für diesen Sonntag entfernt. Denn auch da geht es um die Frage, wie gut oder wie schlecht sich die Herrschenden um ihr Volk Israel gekümmert haben. Und welche Konsequenzen Ezechiel deswegen anzukündigen hat. Der Prophet bemüht das alte Bild vom Hirten und den Schafen. Auch wenn wir inzwischen ein etwas romantisierendes Bild vom Alltag eines Schäfers haben, so bleibt doch die Überzeugung, dass zwischen dem Hirten und seiner Herde ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht. Der Hirte ist dafür verantwortlich, dass kein Schaf verloren geht, dass ausreichend Weidegras gefunden und kein Tier gerissen wird. Natürlich hat er auch ein Eigeninteresse daran, seine Herde zu schützen. Schließlich garantiert die Herde seinen Lebensunterhalt. Dennoch haben wir hier nicht die Vorstellung von einem Ausbeuter und seinen Sklaven im Kopf, sondern vielmehr das eines sich verantwortungsvoll kümmernden gegenüber den ihm anvertrauten Leben. Und genau so ist dieses Bild auch von Ezechiel gemeint. Und genau so wird es wohl auch von seinen Hörerinnen und Leserinnen immer verstanden worden sein. Und genau so dürfen auch wir es interpretieren und daraus unsere Schlüsse ziehen. Der Prophet, oder besser sein Gott, ist nicht damit zufrieden, wie sein Volk regiert wird. Nicht nur, dass es nicht gehegt und gepflegt wird, man scheint es auch darüber hinaus auszubeuten. Hier artikuliert sich genau das Gegenteil von dem, was man unter einem Hirten versteht. Die Regenten Israels machen jedenfalls nach Auffassung Ezechiels ihren Job miserabel. Die Vorwürfe sind gravierend. Weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe. Darum schreitet Gott nun ein. Und es wird deutlich, es geht nicht um die Untertanen jener, die das Zepter in der Hand halten. Es geht um Gottes Schafe, um seine Kinder, um seine Geschöpfe.
Und Gott macht diese Angelegenheit nun zur Chefsache. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Die Frage, die wir uns nun zu stellen haben, ist, welche Rolle spielen wir in diesem Stück? Als Gemeinde versetzen wir uns klassischerweise in die Lage der Schafe. Das würde bedeuten, dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen. Am Ende ist es Gott selbst, der uns hütet. Wir mögen in diesem Leben unter diesen Hirten aufblühen oder unter jenen Hirten leiden. Aber unsere spirituelle Geborgenheit kann uns niemand nehmen. Und aus dieser Sicherheit heraus dürfen wir leben. Auch in einer solchen Krise, wie wir sie derzeit durchmachen. Doch nicht nur das. Gott ruft uns darüber hinaus auf, auch als Hirten füreinander da zu sein. Wir tragen Verantwortung für andere, vielleicht öfter, als wir es uns bewusst machen. In der Familie, in der Schule, im Beruf, in der Nachbarschaft. Eine jede und ein jeder sollte einem anderen ein guter Hirte, eine gute Hirtin sein können und auch bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Gerade auch in den unsicheren Zeiten, in denen das Füreinander noch wichtiger erscheint als sonst. Insofern gilt die Warnung, die Ezechiel hier ausspricht, auch einem jeden und einer jeden unter uns. Achtet gut aufeinander. Misericordias Domini, so heißt dieser Sonntag seit alter Zeit, aber dieser Satz geht weiter. In aeternum cantabo, in Ewigkeit will ich singen von der Barmherzigkeit des Herrn. Mit dem Singen ist es unter den Hygienemaßnahmen derzeit ja schwierig, aber dennoch können wir dieses Lied hinaus in die Welt tragen, in dem unsere Barmherzigkeit gegenüber unseren Nächsten die Melodie unseres Lebens bestimmt. Folgen wir also den Worten des Propheten Ezechiel. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache will ich stärken. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.
Lasst uns Fürbitte halten. Barmherziger Gott, unser Hirte bist du. Du willst, dass niemand verliert, keiner sich verliert und nicht einer verloren gehe. Darum bitten wir dich, sende uns als deine Boten der Liebe in eine lieblose Welt. Schenke uns Worte, die gehört werden, und lass uns handeln, dass Menschen deine Nähe spüren. Hilf uns, niemanden verloren zu glauben, keinen aus den Augen zu verlieren oder irgendjemanden als Verlierer abzustempeln. Sammle Junge und Alte, Fröhliche und Trauernde, Lebensmutige und Lebensmüde und lass uns eine Gemeinde werden, in der dein Friede Wirklichkeit wird. Und mit den Worten Jesu Christi beten wir nun miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehet nun hin im Frieden des Herrn. Und der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. Amen.